Hallo liebe Freunde und willkommen in der Kaspar. Heute mit dem Landwirtschaftssimulator 19 und der Hof-Bergmann-Map. Ja, das wird auf jeden Fall, so zumindest der Plan, ein etwas längeres Projekt, da man sich auf dieser Map einfach ewig lang aufhalten kann, weil es hier super viel zu tun gibt. Vorweg ganz kurz, ich spiele mit einigen Mods, wie ihr da oben schon seht, zum Beispiel den Season-Mod. Ganz kurz nur zur Erläuterung, der eben beinhaltet, dass hier die Jahreszeiten ins Spiel implementiert werden. Des Weiteren spiele ich mit dem VCA-Mod und dem Rea-Mod. Das sind so die Mods, die am meisten ins Spiel eingreifen. Und aufgrund dessen ich auch mit der Standardmotorisierung bzw. der Standardfahrzeuge, die einem auf dieser Map mitgegeben werden, nicht klarkommen. Weil nicht klar kam. Ich habe es natürlich schon angetestet. Und das Problem an der Geschichte war einfach, dass selbst der stärkste Schlepper, der hier mitgegeben wurde, das war eben ein 724 Fendt, glaube ich, den kleinen Flug nicht durch den Acker gekriegt hat. Das liegt eben an den Mods, wie schon gesagt, die eben die Bodenbeschaffenheit verändern. Das heißt, wenn die Böden zum Beispiel sehr feucht sind, dann gräbt sich dieser Trecker eben ein. Ja, aufgrund der Bodenbegebenheiten eben. Dem kann man entgegenwirken mit einem Allrad oder Differential, aber selbst das hat nicht funktioniert. Von daher muss ich die Motorisierung ein wenig umstellen. Ich habe die Standardtrecker alle verkauft und habe mir dafür den John Deere 7310R mit 352 PS geholt, den Fendt 930 Vario mit 300 PS, den Fendt 800 TMS Vario mit 205 PS. Ja, ansonsten noch ein paar Kleinigkeiten, wie zum Beispiel den Brandner Anhänger, aber die zeige ich alle später noch. Des Weiteren nutze ich den Precision Farming Mod, der jetzt hier auf dieser Map auch freigeschaltet ist. Ja, ganz kurz zum Season Mod noch. Es gab hier auf der Map einige Probleme mit dem Season Mod, was die Tierhaltung angeht, da hier eben super viele Skripte im Vorfeld schon verbaut sind. Und es da eben zu Komplikationen gab mit dieser Mod. Dem könnt ihr aber entgegenwirken, indem ihr die Animal-Dateien im Bergmann-Ordner etwas verändert. Ich schreibe euch dazu mal einen Link unten in die Beschreibung. Da könnt ihr dann einfach mal euch im Forum ein wenig durchlesen. Falls ihr da noch Fragen haben solltet, würde ich auch gerne dazu noch ein Video machen, falls da der Bedarf sein sollte. Ansonsten, was haben wir noch verändert? Ich schaue mal eben kurz auf die Map. So, ihr seht, wir haben den Hof gekauft. Ich habe hier das Feld Nummer 5, das Feld Nummer 16. Die Pferdeweide ist standardmäßig dabei. Die Schafweide habe ich noch gekauft. Genau, dann haben wir soweit das Ganze auch schon ein wenig mit Tieren ausgestattet. Ihr seht, wir haben schon ein paar Hühnchen, ein paar Gänse. Das ist dann der Hühner-Gänse-Stall. Dürfte ja aber bekannt sein. Ich werde auch zu der Map an sich jetzt hier nicht mehr allzu viel erklären, da ich denke, die meisten von euch kennen diese Map bereits. Ansonsten wird sich vieles, vieles im Spielverlauf auch klären. Wir haben hier oben, mal eben einmal den Turbo Boost einlegen hier. Haben wir hier oben noch ein paar Kühe drin. Ich habe ansonsten an den Stellen noch nichts so weit gemacht. Ich habe tatsächlich nur die Tiere gekauft. So, wenn wir uns einmal kurz zum Schafstall begeben. Beziehungsweise die Schafweide, die liegt etwas außerhalb vom Hof. Seht ihr, haben wir hier auch schon die Tiere. So, ansonsten, was habe ich noch verändert? Wir können mal eben ganz kurz zurück zum Hof. Na, schön bei die Hühnerscheiße hier rein, na herrlich. So, Türchen wieder zu. Wir können mal eben ganz kurz schauen, welche Fahrzeuge ich noch. Ein Mähdrescher. Ganz wichtig. Genau, wir haben hier das John Deere Pack natürlich drin. Da seht ihr den 7R, den 820 Fendt, den 930 Fendt. Als Standard Mähdrescher ist der New Holland mit dabei. Den habe ich eingetauscht gegen den RSM 161. Den finde ich insofern für den Anfang ganz sinnvoll,
da er eben ein direkt verbaute Anhängervorrichtung an seinem Schneidwerk hat. Genau, ich habe den Standard, die Standard-Sämaschine, das Saatgerät habe ich ausgetauscht gegen den Agromas, weil der eben auch noch die Düngerfunktion mit dabei hat. Den Kalk- bzw. Düngerstreuer. Genau, das Pöttinger Heck oder Frontmähwerk, dieses Doppelmähwerk. Und da wir uns primär erstmal auf Gras- bzw. Grünflächen spezialisieren werden, ja, hier noch einen kleinen Schwader, den günstigsten. Also ihr seht, ich habe jetzt da nicht in die Vollen gehauen und mir direkt die ganzen fetten Sachen geholt, weil ich die auch tatsächlich gerne erarbeiten möchte. Aber ein paar Sachen waren einfach für mich unerlässlich. Ihr seht hier natürlich den Scout für das Precision Farming, mit dem ihr dann eben die verschiedenen Bodentypen bestimmen könnt. Genau. Als allererstes würde ich sagen, sehen wir mal zu, dass wir ein wenig unsere Tiere versorgen und natürlich unsere Felder dementsprechend bestellen, weil wir eben beachten müssen, dass wir aufgrund des Season Mods unbedingt die Saat- und Erntezeiten einhalten müssen. Na, ihr seht hier die verschiedenen Jahreszeiten, Frühling, Sommer, Herbst und Winter und eben auch die dementsprechenden Früchte, die zu den dementsprechenden Zeiten gesät werden müssen. Das hieße, wir haben jetzt hier zum Beispiel, wir sind ja in dem ersten Drittel des Frühlings, Weizen, Gerste, Hafer, Raps und so weiter und so fort. Verpassen wir diesen Zeitraum, können wir hier natürlich nicht ernten. Ungünstig. Ich bin, was den Season Mod angeht, tatsächlich noch ein Neuling. Ich spiele jetzt zum ersten Mal mit dem Season Mod, aber ich denke, das sollten wir wohl hinkriegen. Ich bin bei der Bergmann-Map zwischenzeitlich wirklich verzweifelt. Ich konnte da auch in verschiedenen Foren nichts zu finden. Eben die Fütterung der Hühner. Das war für mich ein absolutes Mysterium. Ist es eigentlich immer noch tatsächlich, da man im Shop, ich zeige euch das mal eben, im Shop die Möglichkeit hat, bei den Big Packs, so Hühnerfutter zu kaufen. Ich kriege dieses Big Pack nicht in den Futtertrog. Wenn einer von euch eine Idee hat, wie das funktioniert, immer mal raus damit. Ich habe gehört, es ist ein super kleiner Trigger, man soll es umpacken, was aber bei den gekauften Big Packs wohl nicht funktioniert. Sprich es mit den Maschinen. Der Bagging Master. Da kann man eben Big Packs in kleinere Säcke umfüllen. Auch das hat nicht funktioniert, weil laut Forum man eben diese gekauften Big Packs nicht umpacken kann. So, mit einer Gabel bzw. Big Pack Anbaugerät das Big Pack hier reinfahren mit dem Kramer hat auch nicht funktioniert. Ja, dann habe ich hin und her überlegt, wie ich das jetzt wohl am besten mache. Es ist mit Sicherheit nicht die schönste Lösung, wenn man versuchen möchte, das Ganze so wirklich realistisch möglich zu spielen bzw. sich da auch nichts dazu zu cheaten. Ich kam nicht drum rum, um mir hier beim Nachbarhof ein wenig Weizen zu leihen. So, den werden wir dann später hier in den Big Pack Max oben reinpfeffern. Dann kommt hier unten, so es dann funktioniert, ein Big Pack raus. Das ganze Big Pack können wir dann hier in dem Bagging Master entleeren und dann sollten hier unten kleine Säcke rauskommen. Und diese kleinen Säcke sollten wir, also alles in der Theorie, sollten wir dann in dem Hühnerstall in den Trog entleeren können. So. Dann würde ich sagen, gehen wir doch als allererstes mal, versorgen wir ein wenig unsere Tiere. Und das Einfachste ist, indem wir ihnen erstmal Wasser zukommen lassen. So, dafür müssen wir hier einmal rangehen. Und das klappt ja gut. So, diese Wasserstellen, nenne ich sie mal, Wasserhähne im großen Format, müssen wir erstmal konfigurieren. Das heißt, wir öffnen das F1-Menü und haben dann das erste Gerät. Wie ihr seht, das ist hier der
das Rohr mit dem Ventil oben drauf, das versuche ich mal nicht in den Trog selber zu stellen. So sieht das doch ganz gut aus. Die Farbe könnten wir noch ändern. Also ihr könnt das hier rotieren, wie ihr möchtet. Und wie gesagt, auch die Farbe ändern. Ich versuche es mal, nehmen wir es ein bisschen neutral. Oh Gott. Ja, das ist doch okay. Dann das nächste Gerät. Das wäre dann eben der Hahn hier, wo letztendlich dann das Ganze rauskommt. Ich denke, so sieht das ganz gut aus. Dann drehen wir das nochmal, das Ding. So, mit Shift etwas beschleunigen. So sieht das doch irgendwie schon ganz passend aus. Ja. Einigermaßen rechtwinklig. Super. Dann bestätigen wir das. Wirklich speichern. Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden. Ja, das sollte ja funktionieren. So, und dann das Ganze einmal befüllen, bitte. Super. Wasser ist drin. Dann haben die auf jeden Fall schon mal was zu trinken. Dann sollten wir zusehen, dass die guten Tierchen auch was zu futtern kriegen. Und dazu probieren wir das, wie schon angekündigt, einmal mit den besagten Gerätschaften. So, wir haben hier den kleinen Kramer stehen. Mal gucken, ob das so funktioniert. Einmal ausmachen. Genau. Ihr seht das, ich nutze seit kurzem auch den Track IR. Sprich, ich fahre mit Lenkrad und das Problem war einfach, dass man sich mit der Maus dann umgucken muss. Die Maus brauche ich jetzt gar nicht mehr, sondern ich drehe meinen Kopf nach rechts, nach links und etwas weiter überdreht, drehe ich meinen Kopf nach hinten. Das funktioniert ganz gut. Dazu kommt auf jeden Fall noch ein eigenes Video, weil das wäre zu umfangreich, um das hier zu erklären. Ich werde auch versuchen, generell in dieser Reihe nicht auf verschiedene Mods einzugehen, da das einfach ja ein bisschen den Rahmen hier sprengen würde und das eigentlich auch nicht dieses Gameplay-Format sein sollte. Wenn ihr Fragen zu Mods habt, wozu es noch kein Video gibt oder ich auch noch keins angekündigt habe, könnt ihr das gerne kundtun und dann werde ich mir das mal anschauen, dann machen wir dazu einfach noch ein Video. So, des Weiteren fahre ich auch mit Joystick. Das erleichtert das Ganze auch noch enorm. Dann wollen wir mal gucken, ob wir das Ding oben befüllt kriegen. Ich hoffe, mein Plan geht auf, weil ja, sonst bin ich wirklich etwas ratlos, wie wir das machen wollen. Dann schauen wir mal, ob wir hier jetzt unser erstelltes Big Pack rauskriegen. So, ich habe die Halle hier einfach mal etwas zweckentfremdet. Ich glaube eher, das ist eine Gerätehalle, aber tja. Das soll wohl erstmal okay sein. Oh, schon voll, wunderbar. Ich muss die Einstellung hier im Track IR tatsächlich noch ein bisschen anpassen. Ich hoffe, ihr könnt mir das nachsehen. Und die Grafik sehe ich gerade, ist auch noch etwas zu stramm eingestellt. Ich nutze den NVIDIA Experience Filter. Der ist doch noch etwas hell. So, dann mal gucken, ob wir das da reinkriegen. Wie gesagt, ich hoffe, dass mein Plänchen aufgeht. Oh Gott, man kann da gar nicht hochgucken. Das sind doch mal so aus der Außenansicht. Oh, man kann den auch nicht weiter ausfahren, okay? Müsste man dann... Ja, das ist schnell große Kramer, glaube ich. Ja, das wäre jetzt natürlich... Oh, das geht so gerade, hoffentlich. Ja, nicht schön, aber... Aber es geht. Ja, das funktioniert. Soweit, so gut. Ja, auf lange Sicht hin würde ich mir doch gerne ein Teleskoplader holen. Die Kramer fahren sich für mein Gefühl einfach nicht so angenehm. Aber wie gesagt, das ist auch meine eigene Einschätzung natürlich. So, ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall noch ein Schaufelchen rein, damit das Big Bag auch voll ist. Oh, das scheint schon voll gewesen. Da ist noch was in der Schaufel drin, ne?
Obwohl das nicht anzeigt. Okay. Das ist wahrscheinlich ja nur noch ein kleiner Rest. So, dann nehmen wir nochmal eine ordentliche Schaufel mit. Ja, wenn ihr, wie gesagt, eine Idee habt, woran das liegen kann, dass das bei mir mit dem Hühnerfutter nicht funktioniert, immer raus damit. Ich habe wirklich alles ausprobiert, bin da hin und her gefahren mit dem Kramer, da rangiert wie so ein Wahnsinniger. Und das hat alles nicht so funktioniert. Und natürlich könnte ich jetzt auch die erste Ernte abwarten, klar. Aber die Viecher wollen ja nun mal was essen, ne? Ja, es ist ein Tacken zu kurz, der Arm irgendwie, aber es geht. Ich weiß gar nicht, wie viel hier jetzt reingeht in diesen... wie nennt er sich? Big Bag Max 4000. Okay, ach, jetzt sitze ich hier drin. Alles klar. Palettenerstellung einschalten. Neue Palette wäre es... oh, guck. Da kommt das Big Bag unten dran. Wunderbar. Im Idealfall bräuchten wir für den Kramer jetzt natürlich noch so ein Ding, womit wir das heben können. Ist auch gar nicht, wie viel da reingeht in so ein Big Pack. Aber es ist auf jeden Fall Chicken Food. Das ist Weizen, den wir da jetzt abgefüllt haben. Oh, es ist zu. Na gut. Mal gucken. Ich glaube, so ein Ding haben wir tatsächlich für den Kramer. Auf unserem Hochregal hier vorne liegen. So, ich würde die Schaufel hier mal ablegen. Ich glaube nämlich, diese Anbaugeräte sind konfigurierbar mittlerweile, dass sie also an jeden Art von Lader rangehen. So, da oben haben wir das Teil. Da müssen wir unser Hochregal mal ein wenig runterfahren. Dazu stellen wir uns hier hin und dann können wir es mit der Mausrad runterdrehen. Ja, es öffnet jetzt natürlich auch mal mein Tool, aber das ist nicht so schlimm. Vorsicht, da steht ein... Oh, ja, so geht's. Ich weiß natürlich nicht, ob der Kramer das überhaupt tragen kann, so ein dickes Big Bag. Wenn wir sehen, nicht, dass er uns nach vorne umkippt. Gucken wir mal. Jawohl, das passt. Perfekt. Wunderbar. Hoffe ich, dass wir da einfach andocken können an das Big Pack. Und dann gucken wir mal. Das wirkt etwas überdimensioniert für den Kramer. Aber okay. Ja, das klappt schon mal wunderbar. Jetzt haben wir es hier am Haken. Und er scheint es hochzubekommen. Etwas mühsam. Zumindest sieht es so aus, aber okay. Können wir das Ganze hier mit schließen? Dann hängt er auch einigermaßen sicher. Jetzt kriegen wir ihn nicht raus, oder was? Wo hängen wir fest? Oh, ja.
Es ist wohl doch etwas schwer, das Big Bag. Verdammt. Oder hängt der hier einfach drunter? Ich glaube, der hängt einfach da drunter, ne? Er tut sich wirklich schwer. Ah, ne, wir hängen tatsächlich nur fest. Und da schmeißt er sofort das nächste Big Bag voll. Fantastisch. Wenn ich jetzt alles richtig verstanden habe, müssten wir das theoretisch einfach da reinkippen können. Und dann kommen unten die kleinen Säcke wieder raus. Mal gucken, ich bin gespannt. Finde ich eine ganz coole Mechanik. Das sind also diese ganzen kleinen Gimmicks, die in den Bergmann einfach eingebaut sind. Das ist natürlich schon schick. Und passt einfach alles. Ich mag das. Ich finde das auch cool, wenn man nicht einfach irgendwo dran fährt und ja, passt. Ich habe allerdings jetzt das manuelle Ankuppeln habe ich nicht angeschaltet, weil ich das auf Dauer doch etwas anstrengend finde. So. Okay. Wir steigen die Maschine ein und starten die Palettenerstellung. Und da kommt der lang ersehnte Sack. Ja, wunderbar. Coole Sache. Da freue ich mich, dass das funktioniert. Hammer. Ja, geilo. Dann lassen wir den jetzt mal vollklötern. Und mal eben den kleinen Gator, damit wir den Sack da drauf schmeißen können. Also ich werde es mit dem Realismus auch nicht übertreiben. Also nicht, dass ich jetzt hier immer von Fahrzeug zu Fahrzeug laufe. Ich werde durchaus die Funktion des Springens nutzen. Weil, ja, wir wollen ja auch ein bisschen mal sehen und nicht hier die ganze Zeit nur rumtippeln. So, den backen wir ja mal fix wieder ein. Und hupsen einmal weiter in den Gator. Direkt erwischt. Was ein Glück. So. Ja, den Sack, den kriegen wir da so, da brauchen wir, glaube ich, keinen Anhänger für. Einmal hier ausmachen. Jawohl. Autodrive-Kurs habe ich auch noch gar nicht geladen. Ich werde auch probieren, das alles ein bisschen manuell zu fahren. Das macht ja auch schon Bock hier mit so einem Lenkrad. Es gibt echt nochmal ein ganz anderes Spielfeeling. So, da haben wir unseren Sack. Den kann man doch bestimmt hochheben. Ne? Oh, er macht direkt den nächsten schon. Ich denke, wir haben ein bisschen viel, aber wir können zur Not... Nein, jetzt... Ach, guck mal. Ja, hätte man das mal eher gewusst. Er entlädt es da drin. Na, wunderbar. Naja, gut. Den nächsten trage ich mal rüber, um einfach mal zu gucken, ob ich auch sackweise das Ganze da entleeren kann. Ich hoffe, ich kann das jetzt in den Trog reinkippen. Aber das Big Mac konnte ich tatsächlich nicht entleeren in den Gator. Also, zumindest, wie gesagt, nicht das Gekaufte. Oh Gott, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir hier reinkommen. Einmal beiseite, bitte. Vorsicht. So, hier rein und dann, ich weiß gar nicht, ob man mit dem Gator auch seitwärts abkippen kann. Jetzt wird's aber eng hier. Zumal er auch ein sehr ruckeliges Gaspedal hat. So, mal schauen. Ob man überhaupt abkippen kann, weiß ich gar nicht. Mit dem Ding. Na, jetzt zeigt mir noch nichts an. Doch mal eben, wie gesagt, das hier ist echt knifflig, auch mit dem Kram hier rumzurangieren. Das war schon nicht ganz ohne. Mal schauen, ob was da rein. Es geht. Ich flipp aus. Jawohl. Ach, ist das schön. Da ist wahrscheinlich noch was drin, ne? Ne, null. Wir sind fertig. Oh, wie sieht's denn mit... Brauchen die noch eine Ladung? Mal eben schnell gucken bei den Hühnern. Hühnerstall. Ja, die können noch eine Ladung vertragen. Dann doch gerne, Mädels.
Ach Gott, da bin ich ja froh, dass das wenigstens funktioniert. Das ist ein bisschen umständlich, finde ich aber geil gelöst. Und es gibt mit Sicherheit eine andere Lösung. Ich habe sie noch nicht gefunden. Lass es mich, wie gesagt, gerne wissen. Also, dann fangen wir nochmal ein Becken rein, dass die Hühnchen schon mal wenigstens notdürftig versorgt sind. Der nächste Sack müsste ja auch schon fertig sein. Jawohl, der ist fertig. Oh Gott, das geht ja pro Sack, sind das 200 Liter. Das heißt, da geht noch einiges. Na gut, dann haben wir erstmal einen Vorrat. Das ist ja gar nicht so schlimm. Und wie gesagt, wir werden uns auf jeden Fall mal dran machen, das ganze Zeug zu verkaufen. Beziehungsweise irgendwann werden ja hoffentlich auch noch ein paar mehr Hühnchen dazukommen. Wir können eigentlich auch noch direkt den zweiten Sack hier mit reinschmeißen. Mal gucken, ob das sich das aufgeht. Nee, ich denke fast nicht. Dann kriegen wir den Gelder nicht leer. Nö, das sollte erstmal reichen. Genau, sollen ja auf jeden Fall noch ein paar Hühner dazukommen, die dann ja auch mehr Hunger haben werden. Von daher ist das schon okay, wenn wir uns die irgendwo lagern. Müssen wir nur mal schauen, ob wir die gleich irgendwie auf Palette kriegen oder so. Oder dann am besten in Big Packs verkaufen. Und Einstreu brauchen die Tiere natürlich auch noch. Mal, ob das so schräg klappt. Natürlich nicht. Doch, es klappt, jawohl. Das ging schnell. Wow. Ja, es würde noch was reingehen, aber das sparen wir uns jetzt mal. Hobelspäne. Genau, die brauchen wir sowohl für die Pferde. Aha, oh, ganz wichtig. Ganz vergessen zu erzählen. Wir haben auch noch zwei Pferdchen. Den Tobi und den Gulliver. Ja. Für mich auch absolutes Neuland. Ich habe im LS19 mich noch nie mit Pferden beschäftigt. So wirklich. Aber diese müssen ausgeritten werden. Natürlich sauber gehalten werden. Und die brauchen natürlich Nahrung und Einstreu. Super. Aber da freue ich mich riesig, dass das erstmal geklappt hat hier mit den Hühnern. So, vorsichtig nicht unseren guten Hahn überfahren. Der muss noch was tun für sein Geld. Wunderbar. Machen wir das Tor ja mal zu, dass die hier nicht alle abhauen. So, Einstreu. Das ist natürlich die Frage, wenn wir das jetzt hier in den Gator packen, ob er mir die dann auch direkt entleert oder... Ich glaube, ich nehme mal den kleinen Hänger hier einfach mit und schmeiße mal da mal so 2-3 Säcke drauf. Das kleine Wasserfässchen finde ich eigentlich auch eine ganz coole Sache. Oh, ein bisschen schräg ran ist natürlich auch nicht so schön. Reicht noch nicht. Oder ich bin tatsächlich zu schräg, ne? Mal eben schauen, warum das hier nicht... Ach Gott, ich bin noch einen halben Meter weg. Was ich auch schon gesehen habe, wir müssen ein bisschen, gerade mit dem kleinen Gator hier, ich weiß allerdings jetzt nicht genau, wie schnell der fährt, aber man kann ja auch geblitzt werden. Also Obacht. Mal schnell zum Landhandel, hat der denn schon auf? Ich glaube von 8 bis 20 Uhr oder so. Verkehr ist an, aber hier kommt tatsächlich recht wenig Verkehr irgendwie. Mag dann liegen, weil wir so weit ab vom Schuss sind. Dann mal ein Hackengas.
Ja, jetzt wo wir das mit dem Hühnerfutter geklärt haben, das ist eigentlich ziemlich cool, weil mein erster Gedanke eigentlich war, auf dem Feld 5 Weizen anzubauen, damit ich eben die Hühner schnellstmöglich versorgt kriege. Aber das kann ich mir jetzt ja eigentlich sparen. Da müssen wir gleich mal schauen, was wir da am besten anbauen können. Das große Feld, ich glaube die 16 ist es, da ist Gras drauf standardmäßig und das lasse ich auch drauf. Denn das brauchen wir sowieso in jeglicher... Oh, da stand ein Blitzer! Das brauchen wir sowieso in jeglicher Form als Heu oder Silage. Von daher ist das okay. Was wir dann aufs andere Feld bauen, müssen wir gleich mal schauen. Ich natürlich auch dementsprechend der Jahreszeit, was wir da anbauen können, was resistent ist, weil der Boden ist noch... Wir haben eine Lufttemperatur von 3 Grad und eine Bodentemperatur von 4. Das ist also auch noch recht kalt. Wenn ich das gerade richtig gesehen habe, ist Weizen braucht eine Temperatur von 5, eine Bodentemperatur. Das hieße natürlich, dass eventuell die Saat auch kaputt gehen kann. So, der gute Herr ist da, fantastisch. Straße ist frei. Super. Dann wollen wir mal gucken. Einstreu. Brausgüter. Das sieht doch super aus. Ach, guck mal hier. Backhefe für Brot. Labextrakt wahrscheinlich für den Käse. Eine Gasflasche, weiß ich noch nicht, wofür die ist. Hundefutter. Ach, Hunde. Ja, Hunde wäre natürlich auch cool. Und Setzlinge. Ja gut, da bin ich erst noch weit von entfernt. Aber ich hoffe, dass das irgendwann später auch noch kommt. Erstmal unser Einstreu. Wir brauchen für die Pferde und für die Hühner. Ich glaube, der Rest kriegt Stroh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Die brauchen Hobelspäne, genau. Die Hühnchen brauchen auch Hobelspäne. Die Schafe brauchen Stroh, jawohl. Und die Kühe auch. Ich frage mich gerade, warum die Gesundheit bei 76% liegt. Vermutlich... Oh, die haben schon Eier gelegt. Das ist ja geil. Ja, vermutlich einfach aufgrund der fehlenden Futterkomponenten und der Hobelspäne, ne? Das hier wird die Auslastung des Stalls sein, denke ich. Gut. So, Verbrauchsgüter. Nehmen wir mal... Ich denke, zweimal dürfte reichen. Hoffe ich. Wunderbar. Na gut, da hätten wir tatsächlich gar nicht den Anhänger mitnehmen müssen, aber nicht so wild. Und entleert sie doch. Ich flippe aus. Scheiße. Nicht schlimm. Und den da noch rein? Nee, oh, den können wir da reinstellen und bleibt der ganz. Das ist doch cool. So, ich würde da gerne einen Spanncode drüber machen. Geht das gar nicht. Ne. Fahrzeugstellen? Ne, geht nicht. Ja, wahrscheinlich, weil das hinten leer hat, ne? Also ausgeleert hat. Kann man den Modus vielleicht umstellen, dass das nicht entleert wird? Naja, gut. Wie auch immer. Schauen wir mal, ob wir damit hinkommen. Ach, Spanngurte anbringen, ja. Super. Ja, da brauchen wir sie ja auch. Mein Mann, Mann. Na gut, das bleibt wohl hinten hoffentlich drauf liegen. Bin ich ja mal gespannt. Aber ich denke auch, dass wir das, wie das Futter, einfach reinkippen können. Oh, da steht noch ein Blitzer da hinten. Fleißig heute Morgen wieder die Jungs. Also ich muss ja... Oh, das steht ein bisschen schief da hinten, ne? Ich muss ja schon sagen, ich finde das super. Ich glaube, wir haben es echt verloren. Ne, es liegt noch drauf. Na Gott sei Dank. Gut festhalten da hinten. Und mal ein bisschen darauf achten im Rückspiegel.
Ja, was ich sagen wollte, ich finde das schon ziemlich cool, die Season Gator. Der ist einfach, also auch wenn man noch so einen kleinen Trecker hat, ist dieser einfach extrem mobil, ne? Und hat auch noch super flott. Ja, dann lag es, also dass ich das Big Pack nicht entleeren konnte hier in diesem Gator, lag wahrscheinlich wirklich daran, dass es einfach ein gekauftes Big Pack war. Ey, das macht mich ein bisschen nervös da hinten. Oh, hier stand der Blitzer irgendwo. Müssen wir mal aufpassen, nicht, dass der uns hier erwischt. Ja, moin. Oh, noch liegt es hinten drauf, alles tutti. Farbe wirkt ein bisschen blass, ne? Sich nachher nochmal umstellen. Oh, da bin ich aber froh, wenn wir gleich zu Hause sind. Und dass unseren Einstreu hier sicher in den Stall ablegen können. Oh, ist runtergefallen? Nee. Ja, perfekt. Ja, ich will jetzt natürlich ungern mit dem Anhänger reinrangieren müssen. Ich probiere mal, ob ich den Einstreu so... Ja, hier, starker Bauer. Tür ist noch zu, ne? Kann man nämlich besser beim Pferdestall rückwärts reinfahren. Ich glaube, das ist wesentlich einfacher. Zum Glück kein Drehschemel. So, und Einstreu. Komm schon. Klappt nicht. Oh. Warum nicht? Jetzt doch mit dem Ding hier reinfahren. Ist doch auch für Hühner, ne? Ja, sicher. Nun gut, dann nehmen wir das mal wieder mit und fahren dann. Wisst ihr was, ich schmeiß das einfach. Das müsste aber doch gehen. Ha. Ich guck mal, ob ich das vielleicht dann auch einfach in die Ladefläche des Gators reinkippen kann, dann fahre ich mit dem hier rückwärts rein. Wir können sonst ja auch wieder in handliche Säcke abpacken, ne? Wissen wir ja jetzt. Spanngurt abmachen. No, den auch. So, und jetzt bitte einmal entleeren. Natürlich klappt das nicht, ich flippe aus. Dann müssen wir hier rückwärts rein. Das nützt alle nichts. Oder wir kippen das in eine Schaufel. Das ist wahrscheinlich noch die elegantere Lösung, ne? Können wir das hier dann entladen? Oder vielleicht hat der einen Kornschieber. Dann können wir es nämlich direkt in eine Schaufel reinkippen. Ah da, dann schnappen wir uns doch hier mal den kleinen Kramer. Schaufel dran. Das machen wir aus. Ja, die fahren sich irgendwie, also für mein Gefühl fahren die sich komisch. Ich glaube, fahren sie sich in echt aber auch eben. Ne? Also jetzt nicht nur aufgrund dieser Allradlenkung. Die hat der Teleskoplader ja auch. Es ist, weiß ich nicht, nicht so meins. Was ist denn, wenn wir jetzt die Schaufel hier drunter packen und das dann da reinkippen? Ob das funktioniert?
Bong. Das sieht auf jeden Fall schon mal cool aus. Hobelspäne abkippen. Ja, guck mal eine an. Und ich komplett ab und nicht auf dem Boden. Ey, geil. Ding ist leer. Schaufel ist voll. Auf dem Boden liegt nichts. Das läuft ja doch so ein bisschen. Vorsicht, Hühnchen. Das ist natürlich, durch diese Allradlenkung ist er extrem wendig, ne? Das ist halt schon geil. So. Oh, der fluppte ja so rein. Jetzt müssten wir das doch eigentlich abkippen können, ne? Jawohl! Es läuft. Haben wir noch was drin? Ah, shit. Ja, Stall ist wahrscheinlich voll. Hobelspäne, ja. Aber macht nichts. Den Rest kippen wir bei ein Pferdchen rein. Laut Packung geht das ja auch bei Rindern und Schafen rein, aber nee, dafür nutzen wir Stroh und sparen uns die teuren Späne lieber hier für die Viecher, die einfach nichts anderes haben wollen. Ich glaube, muss bei der Linke mal ein bisschen aufpassen, dass man mit dem Arsch nirgendwo hängen bleibt. Und ich glaube, das ist schon passiert. Naja. Gut versichert. So. Sicherheit hier oben drüber schmeißen, ne? Moin. Und auch das klappt. Ja, nimm erstmal schöne Hobelspäne Dusche. Und Schaufel ist glaube ich, sogar leer. Ja. Pferde. Ah ja. Perfekt. Schaufel ist leer. Pferde sind glücklich. Ihr Lieben. Oh Gott, wir sind schon wieder bei einer Dreiviertelstunde. Hat mir mega Spaß gemacht. Ich freue mich auf die Dinge, die ja noch kommen werden. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Danke, dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, ja, lasst gerne einen Kommentar da mit Verbesserungsvorschlägen, Ideen, Lob, Tadel, wie auch immer. Daumen hoch würde ich mich freuen. Über ein Abo natürlich auch. Und nochmal würde ich mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Macht's gut. Auf bald. Ciao.